Herzlich willkommen zum wöchentlichen Verriss. Ich bin Nils, heute mit einer Kritik zu Metalhead. Ein Film über die Metal-Fangemeinde zu drehen, ist zuweilen eine heikle Angelegenheit. Der Filmemacher steht hier der Herausforderung gegenüber, eine Geschichte zu erzählen, die nicht nur die Metal-Fangemeinde, sondern auch den Otto-Normal-Zuschauer anspricht. Und genau das hat Ragnar Bragason mit seinem 2013er Coming-of-Age-Drama Metalhead versucht. Dreh- und Angelpunkt des Films ist eine junge Frau, die einen tragischen Verlust in ihrer frühen Kindheit ertragen muss und Trost in der Leidenschaft ihres verstorbenen Bruders findet. Dabei ist der Aufhänger des Streifens absolut plump und verzichtet fast komplett darauf, Gefühle und vor allem Beweggründe der Protagonistin zu beleuchten. Ihre Eskapaden, ihr respektloser Umgang mit ihren Mitmenschen und ihr unbedingter Wille, gegen die Normen ihrer Heimat zu rebellieren, sind nichts weiter als aufgewärmte Klischees und Verhaltensmuster, die fast jeder Jugendliche in ihrem Alter an den Tag legt. Alles wird hier damit abgetan, dass sie eben so ist, wie sie ist, weil sie früh ihren Bruder verloren hat. Dabei wird der Metal hier auf eine Rebellion und die bedingungslose Ergebenheit zu einer Musikrichtung reduziert, ohne auch nur im geringsten die künstlerischen Aspekte anzureißen oder einen Sinn für die Motive und Einstellungen der Kunstschaffenden zu entwickeln. Es gibt eine Szene, da setzt sich die Protagonistin mit Corpse Paint im Gesicht zu ihren Eltern an den Esstisch, und obwohl diese Szene kaum länger als 2 Minuten dauert, muss sie natürlich auf die Filmplakate und auf das DVD-Cover. Warum Black Metaler überhaupt damit angefangen haben, sich zu schminken, ist dem Regisseur wahrscheinlich nicht einmal bekannt. Zwar imitieren junge Menschen in ihrem Alter alles, was ihre Idole ihnen vorleben, nur wurde ihre Figur im exakten Gegenteil angelegt, was dazu führt, dass sie absolut gekünstelt wirkt. Es wird versucht, uns eine junge Frau mit starkem inneren Konflikt zu zeigen, welche aber derart aufgesetzt und abgedroschen daherkommt, dass es zumindest mich sehr gelangweilt hat. Diesen Konflikt versucht man schon am Anfang zu etablieren, indem man sie zeigt, wie sie sich nicht traut, den elterlichen Schutz zu verlassen, um auf eigenen Beinen zu stehen und immer nur an der Bushaltestelle sitzt und auf den Bus wartet, allerdings niemals einsteigt. Ein Film, der das, was Metalhead versucht zu sein, wunderbar und mit viel Fingerspitzengefühl umgesetzt hat, ist zum Beispiel Lady Bird. Da spüren wir die Gefühle, die das Leben und Handeln der Protagonistin bestimmen. Ihre Emotionen und deren Auslöser werden dem Zuschauer dezent vermittelt, ohne einfach nur stumpf die Ausbrüche ihrer Frustration zu zeigen. Gegen Ende des Films gibt es dann ein paar Szenen, die an Absurdität nicht zu übertreffen sind und die erste Hälfte des Films fast komplett über Bord werfen. Es wirkt, als versuche man dem Zuschauer zu sagen, Metal ist nicht nur eine Phase und es ist tatsächlich eine ernstzunehmende Jugendkultur. Dabei sollte man noch erwähnen, dass der Film in den frühen 90ern spielt und da darf natürlich auch eine Anspielung auf Wag und die Kirchenverbrennung nicht fehlen. Noch ein paar Worte zum Handwerklichen. Metalhead ist teilweise sehr schön gefilmt und es gibt gerade am Anfang ein paar sehr schöne Einstellungen und Kamerafahrten, die aber anscheinend der Cutter nicht mochte, denn der Schnitt wirkt fast schon hektisch und starken Bildern wird meist nicht die Zeit gelassen, ihre Wirkung zu entfalten. Das Color Grading ist zuweilen ein bisschen zu stark und hätte noch etwas mehr Entsättigung vertragen können. Ansonsten habe ich in diesem Bereich allerdings nichts auszusetzen. Wie bei vielen eher kleineren Filmen aus Skandinavien ist die deutsche Synchro nicht besonders gelungen und ich empfehle den Film mit Untertiteln im Originalton zu schauen, da sonst viel von der nordischen Atmosphäre verloren geht. Und mehr habe ich zu diesem Film leider nicht zu sagen. Ich hatte viel Hoffnung in Metalhead gesetzt, aber er unterscheidet sich von anderen Metaller-Filmen leider nur dadurch, dass man hier keine platte Komödie oder ein Fansblätter serviert bekommt. Da schaue ich doch lieber noch einmal Heavy Trip. In diesem Sinne, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit.